Die Marktgemeinde Strehm ist an und für sich jetzt seit 2 Jahrzehnten sehr gut im Bereich Klimaschutz, Nachhaltigkeit und der Erzeugung von erneuerbarer Energie unterwegs. Ausgangssituation war, dass im Jahr 1988 diese Region die ärmste Österreichs war und wir einfach zum Handeln gezwungen waren. Und wir haben uns überlegt, wie bringen wir Wertschöpfung in die Region, wie können wir das Geld hier behalten. Und im Zuge dieser ganzen Sache der Forschungen und so weiter haben wir dann bemerkt, dass wir an und für sich sehr viel haben. Wir haben 300 Sonnentage, wir haben sehr viel Biomasse im Bereich der Land- und auch der Forstwirtschaft und wir haben einfach nur versuchen müssen, das Ganze hier auch umzusetzen. Wir haben dann mit einem Fernheizwerk begonnen, unsere Wärme zu erzeugen, mit einer Biogasanlage, wo wir unser Wiesengras in Energie umwandeln. Machen wir mittlerweile ebenfalls Strom und Wärme und es bleibt ein sehr guter, natürlicher, biologischer Dünger über, den wir wieder auf diese Flächen zurückbringen. Ja, und seit wenigen Jahren beschäftigen wir uns auch intensiv mit der Sonnenenergie. Wir haben mittlerweile über 2 Megawatt installierte Photovoltaik hier in unserer Gemeinde und machen insgesamt bereits den 4-fachen Strombedarf und den kompletten Wärmebedarf. Das ist natürlich toll, weil wir dadurch unsere eigene Lebensqualität weit verbessert haben. Wir haben aber auch etwas für die Zukunft gemacht, für unsere Kinder. Deshalb sind auch Kindergarten und Schule hier mit integriert. Wir sind Forschungsstandort, also wir forschen auch. Wir möchten nicht nur Strom und Wärme in Zukunft generieren, sondern auch Treibstoffe, weil auch die Mobilität ein großes Thema ist. Strehm ist zwar eine sehr kleine Gemeinde mit 900 Einwohnern, eine von 2000 in Österreich, aber deshalb werden wir am 14. September in Salzburg uns präsentieren und vielleicht auch andere Gemeinden ermutigen, hier ebenfalls Gutes zu tun und diesem Beispiel zu folgen.